Schwein war gestern. Die Massentierhaltung der Zukunft, sie könnte so aussehen. Eine Insektenfarm in den Niederlanden. Und eine Züchterin, die auf den Geschmack gekommen ist. Der Geschmack des Buffalo-Wurms hat eine nussige Note. Den finde ich leckerer als die Grille. Die hat einen stärkeren Nachgeschmack. Larven und Grillen als wertvolle Proteinquelle. Für die meisten dann doch eher ein Ekelmenü. Doch die EU will das ändern. Seit diesem Jahr gelten Insekten als neuartige Lebensmittel, die schon bald in ganz Europa auf dem Teller landen könnten. Für diese beiden Unternehmensgründer eine Riesenchance. Sie haben einen Insektenburger entwickelt, der Appetit auf Krabbeltiere machen soll. Was uns antreibt, ist natürlich zum einen die Nachhaltigkeit, aber es hat einen auch so ein gewisser Ehrgeiz gepackt, dass man sagt, so Insekten sind irgendwie sowas, was man hier eigentlich gar nicht isst, aber wir haben den Ehrgeiz so, wir wollen es in komplett Europa einfach normal machen. Diese beiden wollen die Geschmacksnerven Europas auf die Probe stellen. Ein Gewerbegebiet in Osnabrück in Norddeutschland. Nicht gerade der Ort für eine kulinarische Revolution. Aber genau die wollen Max Krämer und Barış Özel lostreten. Also, ja, nee, wir machen Max. Moin. Okay. Ihre Firma nennt sich Bug Foundation, ein Start-up für Lebensmittel auf Insektenbasis. Unsere Motivation ist ganz klar der Insektenburger und einfach etwas auf den Markt zu bringen, was es in der Form noch nie gab. Und es ist natürlich auch schön, das als Deutschlands erstes Start-up tun zu können und nicht irgendwie Nachahmer zu sein. Ich glaube, man muss schon ein bisschen bescheuert sein, um das so durchzuziehen. Also die komplette Ernährungsgewohnheit von einem Kontinent zu ändern, ist sehr ambitioniert, denke ich. Aber wir haben ein dickes Fell und sagen einfach so, wir ziehen das durch und hoffen, dass wir damit Erfolg haben. Dabei setzen sie auf diese kleinen Krabbeltierchen, sogenannte Buffalo-Würmer. Damit sich niemand vor ihnen ekeln muss, werden die Larven erst einmal klein gemahlen. Mehr als 1000 Buffalo-Würmer passen so in einen Burger. Wir haben natürlich viele Insektenarten probiert. Und so in der engeren Auswahl waren am Anfang eigentlich Heuschrecke, Mehlwurm und Buffalo-Wurm. Und haben uns zum Schluss für den Buffalo-Wurm entschieden, weil er einfach gut schmeckt und gut zu verarbeiten ist. Das ist eigentlich eine Larve, die wird später zum Käfer. Aber bevor sie sich halt verpuppt, wird sie dann schon eingefroren und dann verarbeitet. So muss man sich das vorstellen. Ein Jahr lang tüfteln die beiden an der Rezeptur. Dann rühre ich das mal durch. Ne? Baustellen gibt es viele. Die Textur, die richtige Mischung aus Würmern und Gewürzen und vor allem der Geschmack. Das riecht auch gut. Sehr gut. Jeder hat seine eigene Meinung und jeder bringt seinen Senf mit dazu. Und wir sind auch alle relativ kritisch, was das Produkt angeht. Vielleicht auch, weil wir es einfach hier die ganze Zeit selber erschaffen. Und wir wollen halt auch, haben alle das Ziel, einfach ein Produkt zu schaffen, was extrem lecker ist. Und ich glaube, da stehen alle voll hinter. Und da muss dann halt immer wieder probiert werden, bis es soweit ist. Die Konsistenz ihres Insektenburgers, durchaus fleischähnlich. Der Geschmack, nussig. Und die härtesten Kritiker, das sind sowieso sie selbst. So, Max, wir sind soweit. Aber womit Sie nicht gerechnet haben, die deutschen Behörden haben so gar keinen Appetit auf Insekten. Wir sind eigentlich an den Insektenburger erstmal komplett naiv rangegangen. Wir haben gesagt, so, wir probieren es erstmal aus, wir entwickeln ein Produkt, was gut schmeckt und dann wird das schon funktionieren. Aber haben dann relativ schnell festgestellt, dass so die deutschen Behörden das nicht so sehen wie wir. Die haben uns das nämlich dann direkt erstmal verboten. Insekten essen auf eigene Gefahr. Was die beiden hier verputzen, dürfen sie in Deutschland bisher nicht auf den Markt bringen. Denn die zuständigen Behörden lassen verarbeitete Insekten als Lebensmittel nicht zu. Also man könnte ja meinen, dass es schon schwierig genug ist, Menschen davon zu überzeugen, Insekten zu essen in der westlichen Welt. Aber was noch schwieriger ist, ist die rechtliche Lage in den Griff zu kriegen. Ihr Insektenburger als Sicherheitsrisiko?
Das schmeckt den jungen Unternehmern gar nicht. Dabei wird ihr Unternehmen sogar von der EU gefördert, um Produkte auf Insektenbasis zu entwickeln. Die beiden müssen sich also was einfallen lassen, damit ihre Burger auch auf deutschen Tellern landen. Das Problem: In der Europäischen Union war bisher das Insektenessen nicht explizit geregelt und jedes Land hat nach eigenem Gusto entschieden. In den Niederlanden hat der Appetit auf Krabbeltiere gewonnen. Nicht nur bei Marihuana oder Haschisch ist man deutlich liberaler, auch beim Thema Insekten. Schon vor 10 Jahren hat die Lebensmittelaufsicht mehrere Arten überprüft und für sicher befunden. Seitdem hat Edwin Pieck sie im Angebot. Nicht nur sein holländischer Käse sei eine Delikatesse, sagt er, sondern auch Buffalowurm, Mehlwurm, Grille und Grashüpfer. Menschen finden es nun nicht mehr eng, um zu sehen. Die Menschen ekeln sich jetzt nicht mehr so sehr. Sie wollen immer mehr probieren. Anfangs vor 9 Jahren, das war wirklich unheimlich. Die Leute hatten selbst Angst, die Dose anzufassen, weil sie dachten, die leben noch, was sie natürlich nicht tun. Und was er dus nicht tut. Auch wenn hier nichts mehr krabbelt, an der Kundenfront muss Edwin Pieck noch immer etwas Überzeugungsarbeit leisten. Doch der Widerstand bröckelt, Neugierde statt Ekel. Das ist knusprig und nussig im Geschmack. Und dann haben wir hier den Grashüpfer. Den isst man ohne Beinchen und ohne die Flügel. Einfach abreißen und als Ganzes essen. Sehr lecker. Am leckersten finde ich ja die Grillen. Die haben auch den besten Geschmack, ein sehr schönes, nussiges Aroma und sehr knusprig. Ich verwende sie anstelle von Pinienkernen, röste sie und streue sie einfach über den Salat. Dann hat man was Grünes, vielleicht etwas Käse, ein paar Nüsse und etwas sehr Proteinreiches. Und so hast du das komplette Paket auf dem Teller. Und für diesen Genuss muss niemand seine Insekten selbst jagen. Denn auch bei der Zucht gehören die Niederlande zu den Pionieren. In Ermelo, rund 1 Autostunde von Amsterdam entfernt, steht der Bauernhof der Zukunft. Ein Mastbetrieb für Insekten. Und das bereits in der 2. Generation. Marieke Kalis ist hier die Herrin über Grillen und Würmer. Insekten sind für mich ganz normal. Ich bin damit aufgewachsen. Als ich 2 Jahre alt war, lief ich schon durch den Betrieb und habe meine Hand in die Kästen gesteckt, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Die Buffalo-Würmer wimmeln dann um die Finger herum. Das hat sich schon immer toll angefühlt. Und so wird man dann ein bisschen angesteckt mit diesem Insektenzuchtvirus. Vorbilder für die industrielle Insektenzucht gibt es in Europa kaum. Was die Tierchen am liebsten essen, wie sie sich am besten vermehren und sich am wohlsten fühlen, das hat sich Marieke über die Jahre selbst angeeignet. Ihre Buffalo-Würmer mögen es vor allem dunkel und tropisch warm. Wenn man mit der Hand in den Kasten greift, wollen sie sich eigentlich sofort wieder verkriechen. Man muss schon sehr schnell sein, um die kleinen Würmer zu sehen. Für das Züchten ist eine Temperatur um die 30 Grad wichtig. Und dass man sie konstant hält, tagsüber wie auch nachts. Und genug Nahrung, reich an Ballaststoffen, genug Feuchtigkeit, denn sonst können sie nicht überleben. Und ausreichend Proteine, damit sie schnell wachsen. Und darin sind die Kaltblüter Spitzenreiter. Kein Nutztier verwertet sein Futter so effizient wie Insekten. Um 1 Kilo essbares Gewicht zu produzieren, brauchen Insekten nur 2 Kilogramm Futter. Bei Schweinen sind es fast 9 Kilogramm, bei Rindern sogar 25. Insekten sind nicht nur genügsam beim Futter, sie brauchen auch weniger Wasser und weniger Fläche. Massentierhaltung, das sei hier kein Tierschutzskandal, sagt Marieke, sondern ausdrücklich erwünscht. Insekten sind es gewohnt, dicht aufeinander zu sitzen und durcheinander zu krabbeln. Für Buffalo-Würmer ist das ein natürlicher Lebensraum.
Und das ist auch der große Vorteil gegenüber der konventionellen Tierhaltung, dass man so viele Buffalo-Würmer pro Quadratmeter züchten kann. Man kann sie einfach übereinander stapeln. Viele Insekten auf wenig Raum. Insgesamt 6 Wochen dauert die Insektenmast. Dann sind die Buffalo-Würmer bereit für ihre letzte Reise. Kurz vor der Ernte werden sie noch auf Diät gesetzt, damit auch die letzten Reste aus ihrem winzigen Verdauungstrakt verschwinden. Dann geht es zuerst auf die selbst entwickelte Rüttelmaschine. Hier werden die Futterreste von den Würmern getrennt. Danach kommen sie in den Kühlraum und werden auf 15 Grad runtergekühlt. Und dann geht es in den Gefrierschrank. Dort schlafen sie friedlich ein. Das ist eine sehr schonende Art, sie zu töten. Massentierhaltung mit gutem Gewissen. Davon ist Marieke überzeugt. Diese Würmer werden jetzt noch geputzt und gefriergetrocknet und gehen dann direkt an den Großhandel und die Online-Kunden. Die Niederlande, Europas Eldorado für Insektenliebhaber. Auch Max und Barisch sind dem Ruf gefolgt. Hier haben sie endlich einen Markt für ihren Insektenburger gefunden. Denn was in Deutschland verboten ist, ist hier legal. Es hat auf jeden Fall ziemlich viel Zeit gekostet, überhaupt herauszufinden, wo darf ich verkaufen, wo nicht. Weil eben auch die deutschen Behörden einfach teilweise mit den Schultern gezuckt haben und gesagt haben, wissen wir nicht. Und insofern haben wir wirklich ein Jahr, während wir unser Produkt entwickelt haben, parallel uns durchgehend mit der Rechtslage beschäftigt und dann irgendwann herauszufinden, dass es wirklich so ist, Belgien und Niederlande erlauben ist und Deutschland verbietet ist. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, da überhaupt erstmal so Klarheit zu bekommen. Sie sind auf dem Weg nach Eindhoven. Antrittsbesuch bei einem neuen Kunden. Zu denen gehören inzwischen mehr als ein Dutzend Restaurants, Cateringfirmen und Delikatessenläden. Wir wollen uns einfach mal mit dem Restaurantbesitzer unterhalten, fragen, wie die Verkäufe sind und klären, ob es irgendwie Sachen gibt, die nicht so gut funktionieren, die man dann verbessern sollte oder ob alles einfach optimal ist wie in allen anderen Restaurants. Und genau deswegen fahren wir einfach vorbei, um ihn persönlich kennenzulernen. In der Altstadt von Eindhoven reiht sich Kneipe an Kneipe. Hier soll es irgendwo sein. Der wilde Mann. Ich glaube, die sind auch nicht so wild wie wir. Meinst du nicht? Nee. Chefkoch Arjan Gubbels hat den Insektenburger vor ein paar Monaten auf die Karte genommen. Die Leute gewöhnen sich langsam dran. Entweder hast du es oder du liebst es und kommst wieder. Eigentlich ist das Restaurant vor allem für seine Burger und Pommes bekannt. Den Insektenburger anzubieten, durchaus ein Risiko. Preislich spielt er in der oberen Burgerliga. Für 13 Euro gibt es ihn doppelt belegt mit Pommes und Salat. Ich denke, dass die Nächsten und mehr wollen probieren. Die Leute trauen sich mehr. Und was wir sehen, für viele ist es auch eine Art Test. Will ich mal was Verrücktes machen? Dann esse ich einen Insektenburger. Von ihnen entwickelt, von anderen zubereitet. Für Barisch und Max jedes Mal ein spannender Augenblick. Dass ihre Kunden nicht im Bioladen sitzen, sondern in Kneipen und Burgerrestaurants, das ist eine gezielte Strategie. Dass das letztendlich in so einem Laden ist, ist eigentlich unser Ziel, das alltäglich zu machen. Dass es völlig normal ist, in Restaurants sich einen Insektenburger bestellen zu können. Vor allem wollen wir auch nicht, es soll ja kein Hipster sonst was Produkt sein, sondern es soll so eigentlich in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Deswegen ist es perfekt für uns, so ein Ding in dem Laden zu haben. Aber auch in den Niederlanden muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das Interesse ist zwar da, aber ein Bestseller ist der Insektenburger bislang noch nicht. Ich nehme den Bug Burger. Ob aus Neugier, als Mutprobe oder als nachhaltige Alternative zum Fleischburger. Die ersten Kunden beißen jedenfalls zu.
Maschine in der Zukunft. Vielleicht wird das in Zukunft normal. Aber jetzt finden das noch viele eklig. Aber wer weiß, vielleicht essen das schon bald mehr Menschen und irgendwann das ganze Land. Insekten sind das Nahrungsmittel der Zukunft. Das prophezeit Insektenforscher Arnold van Hüss. Gemeinsam mit Kochlehrer Henk van Görb hat er das erste Insektenkochbuch in den Niederlanden herausgebracht. Die kaufe ich tiefgefroren beim Großhandel ein. Das sind Wachsmotten. Die sehen super aus. Die kann man wirklich gut braten. Jetzt gerade probieren sie ein neues Rezept aus. Eine Quiche mit ganzen Insekten. Mit Wachsmotten, Mehlwürmern und Grashüpfern. Das sind natürliche Proteine, sehr nachhaltig, mit allen Vorteilen. Aber in der Küche, da ist es wie mit Fisch, Fleisch oder Geflügel. Das muss man schön zubereiten, braten, backen, richtig würzen. Und am Ende ist es dann ein super Ersatz für tierische Eiweiße. Gemeinsam wollen sie Insekten auf den Speiseplan der Holländer bringen. Ihr Fazit? Es geht nicht mehr darum, ob wir Insekten essen wollen, sondern dass wir uns früher oder später daran gewöhnen müssen. Wir müssen etwas grundlegend anders machen, gerade wenn man die Folgen für die Umwelt betrachtet. Die Treibhausgase, die genutzte Fläche, der Wasserverbrauch, das ist bei Insekten alles viel besser. Aber am Ende müssen die Insekten natürlich auch lecker sein. Insekten statt Speck. Quiche-Insekt statt Quiche-Lorraine. 2 Milliarden Menschen essen regelmäßig Insekten, vor allem in Afrika und Asien. Fast 2000 Insektenarten sind essbar. Doch Ekel empfinden vor allem wir Europäer. Ja, okay. Ja, lecker. Zeit für eine Image-Kampagne, finden die beiden. Würmer und Fliegen sind kein Essen zweiter Wahl, im Gegenteil. Das ist ein sehr leckerer Insektenmix. Natürlich Food Safety, die Voedselveiligkeit. Die Nahrungssicherheit, die muss natürlich gewährleistet sein. Und dann ist es wichtig zu betonen, dass es ein unglaublich nachhaltiges Produkt ist. Dass es die Menschen in den Tropen auch essen und sie damit überhaupt keine Probleme haben. Es ist am Ende also ein rein psychologisches Problem. Das ist reine Kopfsache. Für die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen untersucht Arnold van Hüss seit Jahren die Vorteile des Insektenessens. Seine Botschaft? Es ist Zeit, dass der Mensch zurückbeißt und damit sogar einen Beitrag für den Klimaschutz leistet. Wenn man die Nachhaltigkeit an die erste Stelle setzt, dann ist es sicher eine ethische Notwendigkeit, die normalen Fleischprodukte durch Insekten zu ersetzen. Ganz klar. Einer der größten CO2-Verursacher ist die Tierindustrie. Sie ist für mehr Treibhausgase verantwortlich als der gesamte weltweite Verkehr. Insekten produzieren deutlich weniger als andere Nutztiere. Schweine stoßen bis zu 100 Mal mehr Treibhausgase aus pro Kilogramm Körpermasse und Rinder fast 300 Mal so viel. Es gibt bei uns ein Sprichwort, das besagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und wenn Menschen bei irgendetwas konservativ sind, dann beim Essen. Aber wenn ich sehe, wie viel Interesse es jetzt schon daran gibt, dann bin ich mir sicher, dass wir 2050 zu Weihnachten Insekten essen werden. Davon geht auch die deutsche Lebensmittelindustrie aus. Hinter verschlossenen Türen forscht man bereits am Essen der Zukunft. Und das hat es in sich. Vollgepackt mit Insektenproteinen und dazu noch mit fleischähnlicher Textur. Riecht gut. Und essen kann man es auch. Ganz gut. Es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht erwartet oder wenn man von dem Ekelgefühl her denkt. Also es ist jetzt natürlich noch ungewürzt, das heißt noch nichts Besonderes. Aber das ist bei Fleisch genauso. Wenn Sie das nicht gut würzen, dann hat es auch nicht viel Eigengeschmack.
Am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik geht es längst nicht mehr um Grundlagenforschung. Die Wissenschaftler setzen große Hoffnungen in dieses Pulver hier. Gewonnen aus der gemahlenen schwarzen Soldatenfliege. Klingt gefährlich und ist eine tierische Eiweißbombe. Wir haben schon gezeigt, dass die Proteine sehr wertvoll sind. Da sind zum Beispiel alle Aminosäuren enthalten, die wir Menschen für unsere Gesundheit auch benötigen. Das heißt, die Proteine, die Bestandteile sind vergleichbar mit denen von Fleisch, von konventionellem Fleisch, das Sie kennen, Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnchenfleisch. Ziel dieser Apparatur ist es, dass das Proteinpulver auch so aussieht wie ein Stück Fleisch. Mit Hitze, Wasser und Druck entsteht am Ende eine proteinhaltige Rohmasse. Und die könnte in naher Zukunft die Grundlage für ein Insektenschnitzel sein. Ja. Angenehm weich, also nicht zu weich. Ja. Schöne Fasern sind erkennbar. Sieht dem Fleisch sehr ähnlich. Ja. Von der Struktur her. So ein Insekten. Auch wenn Fleisch Geruch und Geschmack noch etwas ungewohnt sind. Der Prototyp ist bereits genießbar. Riecht fast nach Kaffee. Hm. Ja. Das kann man essen. Auf jeden Fall. Also unsere Idee war hier eben zu testen, ob fleischähnliche Produkte aus dem Insektenmehl gewonnen werden können. Und das war also der erste Schritt auf dem Weg dahin. Und jetzt in Folge muss man dann natürlich auch noch mit Gewürzen arbeiten, vielleicht noch mit weiteren Zusammensetzungen. Und dann haben wir den Steakersatz. Das Insektensteak ist noch Zukunftsmusik. Ihr Insektenburger aber längst auf dem Markt, nur nicht in Deutschland. Barisch und Max sind deshalb nach Berlin gekommen. Lobbyarbeit in eigener Sache. Für die beiden ist das Teil des Geschäfts. In Deutschland wäre es gut, wenn einfach auf Bundesebene tatsächlich gesagt wird, wir gucken uns die Insekten an, wir schätzen das Risiko ein und erlauben es oder vielleicht erlauben sie es auch nicht, weil sie was finden, was wir nicht glauben. Aber es fehlt einfach die Beschäftigung damit. Und uns würde es einfach helfen, wenn man auf Bundesebene sagen würde, die Insekten werden so und so geregelt. Also wir sind ja völlig einverstanden, da viele Auflagen einzuhalten. Aber einfach mal überhaupt eine Aussage von den Behörden zu bekommen auf Bundesebene, würde uns extrem weiterhelfen. Das Verbot in Deutschland zu kippen, das ist ihr großes Ziel. Helfen kann dabei nun die Europäische Union. Denn die ist seit diesem Jahr für die Zulassung von Lebensmitteln aus Insekten zuständig. Mittagspause, bevor sie auf einer Konferenz zur Zukunft der Ernährung sprechen soll. Beim Vietnamesen schwelgen sie in Erinnerungen, wie alles mal angefangen hat. Damals, vor 6 Jahren, als die beiden mit Rucksack in Südostasien unterwegs waren. 5 Monate Freiheit, Abenteuer, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und dann sind da die Straßenküchen in Thailand, die alles verändern. Also ich hätte gerne einmal das Nyong Ching Wo. Also das richtig ausgesprochen. Also genau, das Nussbrötchen genau. Wagner Tofu. Ja. Ne? Wir waren auf den Straßen von Bangkok unterwegs und ja, es knusperte hier und knisterte dort und dann ja, schaute man einfach mal, was das eigentlich ist. Und dann sah man in den Woks eigentlich ja, die Insekten, die dort frittiert wurden. Und dann haben wir einfach gesagt, wir testen alle durch, haben irgendwie Heuschrecken probiert, so große schwarze Käfer, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Wir haben es einfach gegessen. Und genau, also wir haben einfach alles probiert. Manches hat gut geschmeckt, manches war tatsächlich auch nicht so gut. Aber so der Gesamteindruck war einfach, da ist ein großes Potenzial. Zu ihrer Überraschung gibt es bei diesem Vietnamesen frittierte Seidenraupen als Vorspeise. Die Erklärung ganz einfach. Der Verkauf ganzer Insekten ist in Deutschland eine Grauzone. Das erinnert mich sehr an Kalamares irgendwie, also vom Geruch. Und auf diese rechtliche Grauzone wollten sie ihr Geschäft nie aufbauen. Ihr Ansatz? Insekten zu Lebensmitteln verarbeiten, sodass der Verbraucher die Krabbeltiere gar nicht erst erkennen und sehen muss. Und jetzt wo? Ich denke, wir haben mit ganzen Insekten weniger Probleme, weil wir uns mit der Thematik schon lange auseinandersetzen. Ich würde es ja, als Geschäftsmodell zunächst nicht wählen, weil die Hemmnis einfach zu groß ist, das zu probieren. Immer wieder, wenn man mit Leuten spricht und über Insekten spricht, haben die Menschen diese Bilder vor Augen von ganzen Insekten und ja, verbinden das irgendwie auch mal mit Elend und Not, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Und daher haben wir, denke ich, auch den Weg gewählt, verarbeitete Insekten zu nutzen. Ein Start-up gründen und mit Insekten die Welt verbessern. Für die beiden ein Traum, für den sie kämpfen wollen. Heute sprechen sie vor Entscheidern aus Politik und Industrie.
Auch die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen ist da. Und die macht sich schon seit Jahren stark dafür, Insekten zu essen. Zeit, dass diese Botschaft endlich auch in Deutschland ankommt, finden die beiden. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Als wir angefangen haben, das war ja 2014, und wir Menschen über unsere Idee erzählt haben, dann war es immer so, was macht ihr? Sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Ihr wollt Lebensmittel aus Insekten herstellen, das ist doch total eklig. Und man hat dann zwar von den Vorteilen erzählt, warum wir das machen, aber irgendwie so die richtige Akzeptanz war nicht wirklich da. Wir sind Deutschlands erstes Start-up, was nachhaltige und köstliche Lebensmittel auf Basis von Insekten herstellt. Jetzt ist die Akzeptanz da. Teamarbeit auf der Bühne, Reden über das Essen der Zukunft und den guten Geschmack. Was da war, war der gute Geschmack. Und daran haben wir festgehalten. Doch probieren kann hier keiner. Den Insektenburger darf man in Deutschland nicht mal zum Verkosten anbieten. Wir wollen eigentlich alle Leute erreichen, die leckeres Essen mögen. Das ist eigentlich unsere Zielgruppe, so beschreiben wir es immer. Also wir werden in Deutschland eigentlich durchgehend von allen Menschen gefragt, ob sie nicht mal probieren dürfen. Also wir kriegen viele E-Mails, auf Konferenzen werden wir gefragt, ob wir nicht mal so zumindest einen Insektenburger rüberschicken können. Auch gerne illegal. Aber da müssen wir leider echt immer abwiegeln und sagen, wir dürfen es nicht. Wir dürfen an keinen einzigen Endkunden einen Insektenburger verkaufen. Also da dürfen wir zurzeit nichts. Auch die Lebensmittelsensoriker an der Hochschule Osnabrück kommen da schnell an ihre Grenzen. Um zu erforschen, wie Verbraucher in Deutschland auf den Insektenburger reagieren, mussten sie sich sogar eine Genehmigung des Veterinäramtes besorgen. Wir sind hier halt an der Hochschule, das ist das eine, aber es reicht natürlich nicht. Wir dürfen das jetzt hier im Rahmen von Forschungszwecken machen. Wir dürfen sie also nicht öffentlich ausschreiben. Wir durften jetzt auch nicht öffentlich Probanden einladen, sondern dürfen hier nur Hochschulmitglieder einladen, um diese Produkte zu probieren. Insektenburger gegen Rindfleischburger. Was schneidet bei den Probanden besser ab? Die Kategorien: Aussehen, Geruch, Geschmack, Textur und Saftigkeit. Was in den Niederlanden selbstverständlich ist, ist in Deutschland ein streng kontrollierter Labortest. Geschmacklich auf jeden Fall positiv überrascht, weil man vorher da gar nicht mit rechnet, dass Insekten so lecker schmecken können. Man muss sich halt so ein bisschen überwinden und nicht daran denken, dass es eigentlich Insekten sind, die jetzt da drin sind. War ein bisschen zu trocken eventuell, aber ansonsten geschmacklich ähnlich wie bei ganz normalem Fleisch, würde ich sagen. Erste Auswertung des Pilotprojektes. 80 Probanden haben sich zur Verfügung gestellt und alle haben den Insektenburger probiert. Das Urteil gemischt. Von einmal und nie wieder bis würde ich auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, im deutschen Verbraucher haben sie in einem kleineren Umfang eine Chance, also bei einer Zielgruppe, die irgendwo um die 10% liegt, vielleicht mittelfristig etwas mehr, aber ein großer Massenmarkt wird es nicht. Also so, zumindest noch nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Da müsste noch sehr viel passieren. Schauen wir mal, wie das potenziell aussehen könnte. Für Barisch Özel und Max Krämer ist der wichtigste Schritt jetzt der Einstieg in den deutschen Markt. Sie feilen an den letzten Details für die Verpackung. Das Ding ist sowieso, ich lege ihm die Verpackung mal vor. 2018 soll ihr Jahr werden. Schließlich hat die Europäische Union endlich für Klarheit gesorgt. Insekten werden als neuartige Lebensmittel anerkannt. Und die Zulassung läuft ab jetzt auch über die EU. Nun muss nur noch die deutsche Lebensmittelaufsicht mitspielen. Wir erwarten von den Behörden einfach, dass sie sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen. Also dass sie nicht der Verantwortung aus dem Weg gehen und sagen, ich frage lieber noch mal oben nach, sondern dass sie einfach selber mal sagen, so, Insekten sind sicher und wir können die zulassen. Und dass sie nicht einfach die Verantwortung die ganze Zeit abschieben und das irgendwie aussitzen und darauf warten, dass es jemand entscheidet. Als Newcomer den deutschen Lebensmittelmarkt umkrempeln und mal eben unsere Essgewohnheiten ändern. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Ja, doch, kann man so doch sagen. Das Interesse ist da, auch beim Handel. Ihren Insektenburger soll es nicht nur im Restaurant geben, sondern auch tiefgefroren im Supermarkt. Also die letzten 3 Jahre waren auf jeden Fall sehr steinig und schwierig. Wir mussten über viele Hürden. Aber das haben wir letztendlich gemeistert. Wir sind auf jeden Fall ready. Jetzt müssen nur noch die deutschen Behörden ready sein, sodass endlich leckere Insektenprodukte auf den Markt kommen können. In den Niederlanden denkt man bereits in ganz großen Dimensionen.
Die Insektenfarm von Marieke Kalis will schon bald ganz Europa mit Würmern und Grillen beliefern. Als Ganzes oder gemahlen als Proteinpulver. Der Plan? Eine vollautomatisierte Zucht, um den wachsenden Hunger auf Insekten zu stillen. Ich denke, dass wir so dazu beitragen, dass wir auf verantwortliche Weise an unsere Proteine kommen und dadurch auch unsere Welt ein klein wenig besser machen. Insekten essen, um die Welt besser zu machen. Jetzt muss nur noch der Appetit mitspielen.